Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Xbox IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Wegesruh angekommen. Die letzten fünf Folgen, ja, die letzten zwei Folgen waren ja ein bisschen chaotisch. Wusste ja auch nicht, wohin und was wir machen und überhaupt. Und, ja, es ist auch passiert. Du siehst es schon. Wir haben ein bisschen, der Explorer hat ein bisschen Kohle ausgegeben. Also indirekt Kohle. Ich hatte ja ein paar Kronen gesammelt an die 4000. Die sind jetzt weg. 3700? 3500? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe die Rasse gewechselt. Warum? Wir hatten ja ursprünglich die ersten, weiß ich nicht, jetzt 80, 90 Folgen, waren wir ja als Stamina-Templer unterwegs. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht so viel Fun bereitet. Also das hat keinen Spaß gemacht. Wir sind zwar überall gut durchgekommen und das war auch nicht das Problem, aber irgendwie, weiß ich nicht, fehlte mir da irgendwas. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit unserem Magica-Templer da ein bisschen weiterkommen oder mir das zumindest mehr Freude bereitet beim Spielen. Rassenwechsel deswegen. Der Stamina-Templer war ja ein Khajiit, eine Miezekatze, wegen der Volksfähigkeit. Jetzt sind wir Dunkelelf. Die sind auf Mana ausgelegt und haben noch so einen kleinen Bonus. Man konnte, glaube ich, auch noch Bretone nehmen und Hochelf, meine ich, wäre es noch gewesen. Aber ich wollte den Dunkelelf haben. Ja, dann die Waffen. Es gibt da momentan so zwei Setups, die gespielt werden. Das eine ist, ich meine, ein Blitzstab und Schwert etc. pp. In der Haupthand. Die zweite ist Blitzstab in der Haupthand und Feuerstab in der Zweitoffhand. Das ist das Setup, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Muss jetzt natürlich auch ein bisschen leichte Rüstung. Also ich bin, wir fangen quasi jetzt wieder von Null an, obwohl wir Level 23 sind. Die Khaleesi war so freundlich, hat mir ein bisschen Rüstung geschmiedet, hat mir die Waffen gemacht, weil ich hatte ja gar nichts. Wir haben ja immer alles verpfeffert, weil wir es ja nie brauchten, leichte Rüstung, Stäbe. Wir haben ja vorher mittlere Rüstung getragen. Auf jeden Fall, wir brauchen jetzt noch einen Gürtel und Schultern und Hände und Hose und die Guides im Internet, was ich jetzt so gelesen habe, das Perfekte wäre 2, 4, 6 Teile leicht, ein Teil schwer. Durch den Rüstungsbonus dann. Das werden wir auch dann so machen. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir durchs Questen so langsam peu à peu wieder Klamotten kriegen. Das zweite Problem ist, also der Rassenwechsel an sich hat 3000 Kronen gekostet. Sind, wenn ihr es im Shop kauft, 20 Euro. Zweite Alternative wäre gewesen, jetzt nebenbei noch einen Charakter hochleveln. Aber da wäre ich so schnell gar nicht hinterhergekommen, weil ich muss ja auch aufnehmen. Von daher habe ich dann den sauren Apfel gebissen und dem Kollegen ja das gegönnt. Wir gehen total auf Magica. Vorher war ja Ausdauer, jetzt hauen wir alles in Magica rein. Was die Fähigkeiten angeht, da müssen wir es erstmal sammeln, weil Zorn der Morgenröte wird so unser Hauptbaum und Edrischer Speer natürlich auch. Ich habe jetzt einfach mal alles so in die Leisten gepackt. Es ist ohne jeden Sinn und Verstand. Wir müssen das jetzt erstmal durchs Questen alles peu à peu freispielen, damit wir die Spells auch haben. Und danach wird es gehen. Also wird jetzt vielleicht die erste Zeit ein bisschen Quälerei werden. Aber danach denke ich, werden wir auf einem guten Weg sein. Ja, berufemäßig, ich habe immer noch nicht die Schneider-Zertifikatsquest. Ich bekomme die nicht. Ich weiß nicht wie. Khaleesi und ich, also Khaleesi hat mir da auch ein paar Links geschickt und ich habe auch geguckt, angeblich soll man alles machen können, für jeden Beruf kriegt man ein Zertifikat täglich und ich kriege für den Schneider nicht, vielleicht jetzt hier in Wegesruh, ich weiß es nicht, lassen wir uns mal überraschen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Queste zum Abgeben und ja, Morrowind ist draußen, ganz großes Thema natürlich momentan, es sind auch bestimmt alle da unterwegs, also ich hoffe, dass wir jetzt hier in dem Gebiet Wegesruh mit den Rissen keine Probleme haben, wenn denn welche kommen, dass wir da schnell Anschluss finden. Ich habe eben gesehen, es soll was Neues im Shop geben, obwohl der Explorer ja keine Kohle hat, aber was gibt es denn hier? 3000 Kronen, auch 20 Euro. Der kostet nur 1200, kann man sich den angucken?
Und das ist ein Reittier. Ne, es ist ein Begleiter, deswegen kostet 1000. Der hier. Ach, und der kostet ja auch 4000. Gefällt mir aber nicht, ganz ehrlich nicht. Nee, das, er hat zwar Style, aber dem fehlen mindestens zwei Beine. Und was haben wir hier? Die Dwemer-Spinne. Ne, muss ich auch nicht haben. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal wieder ein paar Folgen questen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Teso. Und Morrowind wird natürlich bei mir auch kommen, aber noch weitaus später. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben ein paar Quests hier zum Abgeben, habe ich gesehen. Was ist hier? Im Verlies. Hier unten sucht Quen bei den Docks von Wegesruh. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir da an, ne? Weil ich glaube, ich bin jetzt hier wieder mittendrin im Geschehen, anstatt nur dabei. Pferdchen habe ich schon gelevelt vor der Folge. Dann schauen wir uns mal in Wegesruh ein bisschen um. Ein bisschen verwinkelt hier, glaube ich, ne? Ich habe so eine Erinnerung. Kommen wir hier durchs Wasser? Ja, ne? Genau, stell dich in die Ecke und schäm dich, mein Freund. Der knackt gerade wahrscheinlich die ultimative Kiste. Hier ist der Dungeon, da können wir aber nicht rein. So, wir müssen da vorne raus. Hier runter. Da liegt doch was zum Lesen. Was ist hier los? Ich sollte mir, warte mal, ich muss mal eben ganz kurz was schauen. Lach mich nicht aus, ich weiß, dass ich ein Idiot bin. So, damit wir das, das ist hier die einzige Fähigkeit, die wir momentan benutzen können. Sonnenfeuer ist, da kommt Sonnenfeuer. Nee, komm. Ja, wir lassen es hier drauf, egal. Gut. Dann schauen wir mal. Und ich habe mir immer noch die Maustastatur nicht eingestellt zum Zocken. Asche über mein Haupt. Faktorin Lulules Bericht. Wareneingang auf der flüsternden Austauschschild. War drei fester Granate für beim Verkehr. Was soll das alles? Ja. Wo ist er denn? Hier soll er sein. Da unten. Ich bin im Augenblick ziemlich beschäftigt. Alles leer, nichts zum Looten. Und wenn wir was können, dann ist es klauen, okay. Dann wollen wir mal loslegen. Hallo Quen. Ihr habt es geschafft. Ich war mir nicht sicher, ob... Nun, ich bin froh, dass ihr hier seid. Nun also zu den Einzelheiten. Wir sind auf dem Weg zu einem fernen Fleckenland namens die Fuhlstrom-Heimstätte. Er gehört irgendeinem Tane aus Ostmarsch. Er ist im Krieg, aber sein Gesinde und seine Wachen sind noch da. Was wollen wir dort? Wir suchen nach einem Relikt, das man den Geowessen-Schädel nennt. Wir schlüpfen in den Schatzraum, schnappen uns unsere Beute und verschwinden, bevor jemand was merkt. Danach teilen wir die Erlöse auf und gehen getrennte Wege. Okay, das, ich interpretiere das jetzt so, dass die mit uns weg will. Machen wir dann erstmal nicht, ne? Wir kommen dann nochmal später wieder. Wir groß, mächtig und böse sind. Böse. Jo. Nur mal kurz gucken. Ich vermisse das Kistenknacken. Wir machen mal eben das Target hier. Wo müssen wir jetzt hin? Sprecht mit Ballaste. Ah, da geht es um den verrückten Zauberer. Ja, das können wir machen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist eine coole Questreihe. Ich hätte schwören können, da hinten hat was blau geleuchtet, als wenn dort ein Buch liegen würde. Und wer bist du? Okay.
wird ein bisschen heavy mit dem Questen. Aber egal, wir packen das. Und wenn wir sterben, dann ist es halt so. Wir stehen ja wieder auf. Eine Kiste haben. Was bist denn du da hinten? Können wir mal kurz Hallo sagen? Können wir mal gucken, wie weit wir mit dem Kollegen kommen hier. Oder ist das ein Boss? Nee, es ist ein normaler Mäuschekäfer. Okay. Also jetzt kriegen wir, vorher haben wir nur leichte Rüstung schwingen. Ah ja, wir müssen auch noch ein bisschen analysieren. Jetzt fällt es mir auf. Okay, keine Kiste. Hier haben wir noch ein Lager. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Wenn es ein bisschen ruckelt zwischendurch, das ist wieder mal mein Internet. Mein Inter weg. Letzten zwei Tage ist mal wieder der Wurm drin. Es geht, aber bei Online-Spielen merke ich es dann doch. Wo die Bandbreite eigentlich zum Zocken reichen müsste, aber ich glaube, da hakelt es irgendwo anders noch. Gut, die Tante ist da unten. Ein untoter Werwolf hat Kamlorn erobert? Ein untoter Werwolf? Wie geht sowas überhaupt? Wir schauen, aber das ist ja alles Clown hier, ne? Deswegen, komm, kann man sparen. Ja. Dann gehen wir zur guten Valaste. Ja, und die Resonanzen, was ich so bis jetzt gehört habe, was Morrowind angeht, sind eigentlich sehr positiv. Freut mich, also die Leute sind begeistert. Achso, ich bin auf dem Pferd, deswegen. Aber ich heb mir das ganz zum Schluss auf. Ich möchte dahin, wenn wir Level 50 sind und die letzten Champion-Ränge abfarmen, leveln, questen, wie auch immer, wie das funktioniert. Was macht er da? Mieze Katze? Okay, Valaste, das ist alle Farben. Zu ihr müssen wir ja auch noch. ich glaube, wir müssen hier rein. Gildenhalde der Magiergilde. So, wir schauen uns erstmal um. Wir sind ja zum ersten Mal hier, ne? Wir werden bestimmt das ein oder andere Buch haben. Hallo, Cassandra. Falls ihr erwartet, dass ich euch irgendwo hin teleportiere, dann zieht ab. Ich bin raus aus dem Geschäft. Trinkt ihr noch einen Humpen und lasst dich einen Schlumpen. Okay, Bücherregale, die dürfen wir lesen. Schränke dürfen wir natürlich nicht plündern. Was? Da war doch. Achso. Chalidor, mein Freund. Oh Chalidor, du kommst mir doch so komisch vor. Die Geheimnisse von Movagalis. Dann gehen wir mal hoch. Valaste wartet hier auf uns, die läuft nicht weg. Na. Rang 4 war leichte Rüstung. Mal gucken, da brauchen wir einen Zauber von. Ich glaube, den kriegen wir erst später. Schön. Bücherregale pimpen uns jetzt ohne Ende. Na gut, Schreinerei. Ich wäre Mund zu voll genommen. So.
kann es gehen. Ist die kleinen Regale übersehen? War da noch welche? Ist nur nach den großen geguckt. Ist da? Gut. Ballaste. Haben wir unten noch ein kleines Bücherregal? Müssen alles mitnehmen, dürfen nichts übersehen. Was ist denn das für eine Kiste? Eine Wertkassette. Schwierig. Da wollen wir Charlie doch mal nicht verärgern. So. Charlidor hat euch gefunden. Freut mich, euch wiederzusehen. Danke. Ich habe den Zauberspruch im Buch enträtselt. Seid ihr für Sheogorats erste Prüfung bereit? Nein. Hervorragend. Ich hab ja eingesagt. Die Zusammenarbeit mit Charlidor war faszinierend. Obwohl er das Buch nicht lesen konnte, war er dennoch eine unschätzbare Hilfe. Ich musste Schicht für Schicht an versteckten Bedeutungen entschlüsseln, die im Foliant verborgen waren. Ja, das wissen wir ja schon, die Frage. Ja, gut. Ja, sprecht mit dem Erzmagier. Er meditiert über die kommenden Herausforderungen. Ich bin immer noch etwas ausgelaugt von meinen Bemühungen. Daher wird er das Portal zu den Schauderinseln für euch öffnen. Dankeschön. Auriel bewache eure Schritte. Ich freue mich sehr über dieses Projekt. Charlidors Heiligtum wäre ein Segen für jeden Magier in Tamriel. Selbst Gildenmeister Vanus heißt unsere Arbeit hier gut. Ein paar Fragen haben wir noch. Was könnt ihr mir über dieses Buch erzählen? Ich bin so froh, dass ihr fragt. Wusste ich's doch. Oberflächlich betrachtet ist es ein einfaches Buch mit Kindergeschichten aus dem Dunmerland namens Steinfälle. Aber das ist eben nur die Oberfläche. In diesen Kindergeschichten steckt doch noch mehr, oder? Viel mehr. Jede Geschichte enthält eine verborgene Bedeutung. Kluge Verweise auf arkanes Wissen und Wendungen und Verwicklungen, die in die fernste Vergangenheit zurückreichen. Es war faszinierend, sämtliche Geheimnisse dieses Buches zu entschlüsseln. Sheogorat mag ein Wahnsinniger sein, aber er ist auch ein Genie. Ja, das wissen wir ja. Wohin gehen wir? Nicht viel. Wir versuchten mit Zaubern ins Vergessen zu blicken, um uns ein Bild von diesem Ort zu machen. Ich konnte nicht das Geringste erkennen, wurde aber von einem schlimmen Heimweh erfasst. Woher kommt ihr? Ich wuchs dort heran, wo es die meisten Hochelfen tun. An den wunderschönen grünen Gestaden der Sommersendinseln. Oft denke ich an die zartroten Blüten und die sanften Winde meines Heimatlands. Doch ich bin mir nicht sicher, warum diese Erinnerungen ausgerechnet heute in mir aufkamen. Könnt ihr mein Wissen über diese Zuflucht nochmal auffrischen? Natürlich, Adept. Als ihr einige Ruinen für mich erkundet habt, ist der Erzmagier Charlidor auf euch aufmerksam geworden. Der uralte Schutzpatron der Magier überall. Wir arbeiten mit ihm zusammen, um die Prüfungen des wahnsinnigen Gottes Sheogorath zu bestehen und Charlidors verlorene Zuflucht zurückzugewinnen. Wie ist es so mit Charlidor zusammenarbeiten? Ein echtes Vergnügen. Er hat eine faszinierende Sicht auf die Geschichte. Er hat sie aus erster Hand miterlebt. Und seine Kenntnis der tieferen Mysterien ist... Nun, ich fühle mich wieder wie ein Lehrling. Valaste, genießt ihr das alles etwas ein bisschen mehr, als ihr vielleicht zugeben wollt? Adept, was sich zwischen mir und dem Erzmagier abspielt, geht nur uns beide etwas an. Und sonst niemanden. Ich bin weder euch noch irgendjemand anderem Rechenschaft schuldig. Okay. Ich bin so froh, dass ihr fragt. Oberflächlich betrachtet ist es ein einfaches Buch mit Kindergeschichten. Okay, das hatten wir ja schon. So, wir sollen mit Charlidor reden, der war hier vorne. Guten Tag. Die Feuerschale ist bereit. Valaste hat sie genau vorbereitet. Nach meinen Anweisungen natürlich. Wozu dient die Feuerschale? Wir haben Schwierigkeiten damit, ein Portal direkt dorthin zu öffnen. Also haben wir diesen Anker erschaffen, um uns zu helfen. Ohne jeden Zweifel eine der Betrügereien Sheogorats. Beim nächsten Mal werden wir sicher keine solche Scherereien haben. Ich bin bereit, legen wir los. Aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.